Hi zusammen, das hier ist Micho, das hier ist Pavel und wir haben heute eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Bleibt dran. Nochmal. Ja. Hi zusammen, das hier ist Micho, das hier ist Pavel und heute werden wir euch sagen, warum Kamerahersteller sich bald warm anziehen müssen. Bleibt dran. Micho, du erinnerst dich, viele fragen uns, könnt ihr mir einen Tipp geben, welche Kamera soll ich kaufen? Gut, darauf gibt es nicht die eine richtige Antwort, aber ich glaube, heute werden wir ein paar neue Sachen ins Spiel reinwerfen, oder? Ja, und wir werden heute viele neue Freunde gewinnen. Ja, wobei, ja? Also alle diejenigen, die normalerweise Smartphone-Fotografie hassen, weil man kann nicht groß ausdrucken oder was auch immer, gerade diejenigen, sollten heute das Video nicht nur 30 Sekunden anschauen und dann einen Daumen nach unten geben, sondern vielleicht ein bisschen länger, weil es lohnt sich. Ja, ja, absolut. Schaut mal, wir haben schon darüber berichtet. Wir haben uns ein Gerät gekauft, iPhone 12 Pro Max. Mhm. Ja, also nur eins. Wir nutzen nach wie vor 11 Pro. Das ist das, was mich gerade filmt, was uns gerade filmt. Ja? Hast du auch deins in der Tasche irgendwo? Ja? Liegt hier. Ja, ja. Also so ein Teil möchte ich nicht in der Tasche schleppen, weil es einfach viel zu groß ist. Gut, also. Wobei, du hast doch diese Cargo-Hosen, da gehen die Taschen sehr ja, tief. Ja, 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 aber die Damen, die so mit Handtaschen laufen, also dann passt das. Ja? Ja. Aber es geht heute nicht darum. Wir haben jetzt ausprobiert, es gibt seit neuem Version von iPhone 12 und 12 Pro, 12 Pro Max, mhm. 12 Pro und 12 Pro Max, Apple Pro RAW. Das neue Format. Und dieses neue Format haben wir jetzt ausprobiert und wir waren ziemlich schockiert. Im positiven Sinne. Ja, ja. Ja, im positiven Sinne. Gut, also iPhone 11 Pro und 11 Pro Max, das sind schon keine schlechten Geräte, aber das hier hat das nochmal getoppt. Mhm. Weil wir haben Kamera RAW und Kamera RAW ist native in Kamera-App verbaut und ich habe neulich berichtet über Pro-Kamera. Das ist eine App, die mir sehr gefällt. Dort funktioniert Pro-RAW-Format auch. Mhm. Ja? Aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen über Kamera-App sprechen, über Pro-RAW-Format. Ja. Ja, also RAW können schon mehrere Smartphones schießen, auch schon vor der 12er-Serie. Ne? Ja, ja. Und das Exportformat ist meistens dann entweder eigentlich DNG. Ja? DNG, das ist immer so. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Und das war nicht schlecht, aber wenn man halt reingezoomt hat, ja, es kommt natürlich nicht unbedingt an die klassischen Kameras ran. Aber jetzt hier bei dem Pro RAW wurde noch etwas draufgepackt. Auch das ist jetzt nicht komplett exklusiv, was jetzt nur Apple allein kann. Aber das hier ist ein wunderschönes aktuelles Beispiel. Ihr wisst vielleicht, das haben wir in einem anderen Video, was die Smartphone-Hasser auch nicht gerne sehen. Wir haben ja schon gesagt, bei der 11er-Serie war das schon so, dass ein Foto beim Smartphone aus mehreren Fotografien zusammengesetzt wird. Das ist dieses sogenannte Computational Photography. Ist jetzt auch mehr und mehr beim Video der Fall, aber bei den Fotos, das ist sozusagen das herausragende Feature. Das heißt, es werden mehrere Aufnahmen auf einmal gemacht. Dann der Himmel wird ein bisschen dunkler dargestellt, der Vordergrund, der vielleicht im Halbschatten ist oder im Gegenlicht, der wird ein bisschen heller dargestellt, Endrausch zusammengesetzt und das ist dann die Version, mit der man dann sozusagen danach, wenn man möchte, noch weiter die Bildbearbeitung machen kann. Aber das war jetzt nicht unbedingt eben RAW, sondern zum Beispiel ein komprimiertes JPEG oder eine Datei im High-Efficiency-Format. Aber jetzt bei dem Apple Pro RAW wird genau das gemacht. Mehrere Aufnahmen zusammengesetzt, also das Beste aus den verschiedenen Belichtungsstufen wird zusammengesetzt, entrauscht etc. etc. Und das Endergebnis ist dann eben diese DNG-Datei. Plus, solltet ihr im Dämmerlicht fotografieren, dann zieht nochmal Deep Fusion, wo dann nochmal nachgeschärft wird, Details herausgearbeitet werden und so weiter. Fotografiert ihr nachts, zieht auch der Night Mode, das heißt so 2-3 Sekunden locker flockig aus der Hand belichtet, ohne Verwacklung, Rasiermesser scharf und wunderbar ausbelichtet. Und auch da, Endergebnis ist genau dieses DNG. Ich habe mal ein Foto gemacht. Ich habe mit diesem
iPhone fotografiert. Ja. Ja, da stand einfach eine Schachtel Ferrero Rocher. Ja, ja. Habe ich fotografiert. Gut, die habe ich natürlich dann gegessen. Hat er mir dann so kurz vor Mitternacht geschickt, guck mal, habe ich gerade fotografiert. Nee, das war so geil. Also ich habe mit dem normalen iPhone ausgeleuchtet, also mit dieser Taschenlampe von iPhone mit 11 Pro ausgeleuchtet. Gut, natürlich dekadent, geht natürlich mit anderer Taschenlampe auch. Und mit dem fotografiert in Pro-RAW-Format. Dann ein bisschen Regler hin und her geschoben, dachte ich, wow. Ja. Das gibt es gar nicht. Ja? Ja. Also das war so genial. Da habe ich gedacht, okay, das müssen wir jetzt ein bisschen näher betrachten, ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Und das, was wir bis jetzt rausgefunden haben, das ist der Hammer. Ja? Mhm. Also das heißt, die Kamerahersteller, also wir haben damit eigentlich angefangen. Wir haben schon oft moniert, warum Kamerahersteller das nicht übernehmen können oder wollen. Also es gibt immer noch RAW, klar. Also RAW gibt es schon seit 20 Jahren. Aber die Kamerahersteller meiden dieses Thema Computational Fotografie wie Teufel Weihwasser. Ja? Ja. Warum? Warum? Also wenn das in so einem kleinen Gerät verbaut werden kann, warum macht er das nicht in großen Geräten? Das ist Software. Das ist Software. Das wäre Software. Eine absolut geniale Lösung, dass er das macht, weil man kann natürlich die ganzen tollen Linsen nutzen, Weitwinkel, Standard, dann die ganzen Festbrennweiten, die wir auch lieben. Warum macht er das nicht? Ja? Ja. Wacht doch endlich auf, ja? Weil das ist wirklich ein absoluter Sprung nach vorne und ein das, Mehrwert. Was Mehrwert, das, was jetzt Apple damit vorgemacht hat, das ist der absolute Hammer. Und klar, also einige würden sagen, ah, ihr seid jetzt keine richtigen Fotografen, wir können euch jetzt nicht mehr wahrnehmen. Das ist uns egal. Also die Fotos, die wir euch später zeigen, wenn wir nicht sagen würden, dass das mit dem iPhone gemacht wurde, würdet ihr sagen, oh, welche Kamera? Ja? Ja, korrekt. Und wenn wir uns um Fotografie kümmern, muss man halt auch immer über den Tellerrand schauen und gucken, was entsteht denn da außerhalb des Tellers, was das im Teller beeinflussen könnte. Und das, ganz ehrlich, jetzt vor einem Jahr, vor zwei Jahren, da kann man noch sagen, naja gut, Smartphone-Fotografie und für Liebhaber und so weiter. Aber unserer Meinung nach, gerade wenn man Fotograf ist, kann man das, was da jetzt geleistet wird und wurde, nicht mehr ignorieren. Nein, nein, kann man nicht. Wir haben Bilder gemacht, das seht ihr jetzt auch während des Videos, ihr werdet auch die Bearbeitung von so einem Bild sehen. Da sind Details, da schnallt man ab. Ja, ja. Und ich muss sagen, Micho, also ich habe angefangen mit Kameras, die haben 5 Megapixel. Das kann jetzt natürlich auch als Argument von Skeptikern kommen. Ja, iPhone hat nur 12,2 Megapixel. Das reicht nicht. Also für das, was ihr braucht, meistens Social Media oder Ausdruck bis A3, reicht A3, das auf jeden Fall. A3 ist schon, ja, da freut sich jede Oma. Ja, ja. Und was ich noch dazu sagen muss, also Apple hat hier auch an den Linsen gearbeitet. Zum Beispiel 11 Pro Weitwinkel war okay, aber nicht so gut wie das hier. Ja. Und Tele war bei iPhone 11 Pro oder Pro Max auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz so scharf. Also das hier wurde jetzt nachgebessert und es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Und ehe wir jetzt lange rumdiskutieren, lass uns mal ein paar Rohdaten angucken. Ja? Ja. In Camera Raw von Photoshop. Was ich sagen muss, also wenn ihr diese Bilder bearbeitet, ihr merkt, man kann tatsächlich diese Rohdaten bearbeiten, ohne dass da große Artefakte entstehen oder große Nachteile. Das war früher nicht so. Das war früher wirklich nicht so. Wir haben das mal ausprobiert, vor einem Jahr ungefähr. Mit 11 Pro haben wir in Lightroom-Kamera fotografiert, im RAW-Format. Ja, die Lightroom-Kamera. Nee, ja, also das war so, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen Finger davon, weil das ist nicht das, was es sein soll. Ja? Da wird quasi, wenn wir Rauschen reduzieren wollen, dann wird alles matschig und irgendwie kriselig, also überhaupt nicht gut. Ja? Ja. Das hier, guckt euch das bitte an. Bevor ich jetzt mit der Demonstration der Rohdaten beginne, möchte ich euch ein Bild zeigen, was wir vorher schon auf Social Media gepostet haben. Und zwar dieses Bild von Micho. Schaut euch das bitte an. Ich vergrößere jetzt die Ansicht auf 100%. Und ich würde sagen, das ist schon nicht schlecht. Also die Schärfe sitzt auf jeden Fall. Die Schärfe ist vorne hier, also bei dem Haaransatz. Und sogar die Augenbrauen hinten sind scharf. Und trotzdem sieht man Bokeh im Hintergrund. Das wurde auch moniert. Also jemand hat geschrieben, okay, also das kann nicht sein, dass das Gesicht komplett scharf ist und Bokeh im Hintergrund doch zu sehen ist. Ja doch, also das funktioniert anscheinend, weil wir haben jetzt hier nicht mit RAW zu tun, sondern mit Pro-RAW. Also das heißt, es werden mehrere Aufnahmen gemacht und zu einem Bild dann zusammengerechnet.
Aber jetzt werde ich euch einfach mal ein paar Bilder zeigen, damit ihr seht, wie das Ganze in Entwicklung aussieht. Die Aufnahme, die ihr hier seht, das ist die Aufnahme Freihand abends. iPhone 12 Pro Max ohne Stativ, einfach so. Was mir sofort auffällt, die Schärfe ist da. Bei 100% Vergrößerung, wir sehen alle Details. Und wir haben ISO 64. 1/50 Sekunde, nicht schlecht. Das ist Standardobjektiv, also Standardbrennweite. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Ich klicke jetzt auf Automatisch, sodass wir die erste Stufe der Entwicklung einfach überspringen und gehe zu Grundeinstellungen. Hier die Lichter gleich runter, tief ein bisschen höher und betrachtet das Ganze bei 100% Vergrößerung. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist nicht schlechter als das, was wir aus einer Kamera bekommen. Gut, mit den blauen Lichtern, das ist immer etwas problematisch, aber hier sehe ich das trotzdem nicht so kritisch, weil das Bild an sich hat kaum irgendwelche Stellen, wo ich Kritik ausüben würde. Dann gehen wir zum Nachschärfen. Also nachschärfen kann ich hier ganz mutig mit 80, 0,8, 40, dann maskieren wir ein bisschen. Das sollte reichen. Und schaut mal, man sieht alle Details. Also ganzen Text auf den Aufklebern sieht man gut. Also hier nicht besonders, aber ansonsten kann man alles sehen. Alle Details. Und es gibt kaum Störungen. Sogar Kipp auf der Straße sieht man absolut deutlich. Ja, dann probieren wir mal ein bisschen mit Farben. Also hier Farbmischer. Wir nehmen jetzt Sättigung für wärmere Farben in das Bild rein. Also kalte Farben lasse ich in Ruhe. Also hier zum Beispiel die Tanne würde ich einfach so lassen in der Farbe. Allerdings würde ich sie ein bisschen aufhellen. Und zwar können wir aufhellen mit dem Radialfilter. Hier erstmal alles zurücksetzen, Radialfilter so reinsetzen und dann Tiefen ein bisschen aufhellen und ein bisschen mehr Belichtung. Und das war's. Also wenn ich jetzt mit der Q-Taste die Aufnahmen vergleiche, das war das, was aus der Kamera rausgekommen ist und das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Das heißt, bei der Nachtfotografie ist iPhone 12 Pro Max auch ganz gut zu gebrauchen. Meine Empfehlung, also wenn ihr anfangt, solche Rohdaten zu entwickeln, dann klickt bitte gleich auf automatische Entwicklung. Das hat jetzt nichts Minderwertiges, sondern ihr erspart euch den Gang zu verschiedenen Reglern. Schaut bitte, also wenn ich jetzt hier automatisch eingestellt habe, dann sehe ich, okay, Belichtung ist ein bisschen angepasst, Kontrast, Tiefenlichter und so weiter. Gut, das ist nicht immer korrekt, aber ihr habt auf jeden Fall weniger zu tun. Ich würde auf jeden Fall Folgendes machen. Hier bei dieser Aufnahme vom Meer würde ich sagen, wir machen es generell ein bisschen dunkler und Rest werden wir dann selektiv bearbeiten. Also bei Grundeinstellungen auch hier tief ein bisschen weiter nach rechts. Und wenn ich das Bild jetzt stark vergrößere, dann sehe ich, okay, bei 200% klar, man sieht schon ein bisschen Pixel, aber im Großen und Ganzen ist diese Aufnahme nicht schlecht. Und bei 100%, das ist das, was wir meistens benutzen, das ist absolut in Ordnung. Ja, also so viel dazu. Dann gehen wir weiter zu Details. Und bei Details würde ich klassisch machen. Also erstmal 100% Vergrößerung. So, dann hier bei Landschaften nehme ich ca. 80, Radius 0,8, Details 40 und maskieren, ja, also das ist absolut in Ordnung, wenn wir das ein bisschen mehr maskieren, außer ca. 40, 45 und gut ist es. Raschreduzierung brauchen wir nicht. ISO ist 25. Das hat nicht mal meine Sony Alpha 7 R Mark IV. Also ISO 25, da muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber gut, ist egal. Und ein 3400 Sekunde, nicht schlecht. So, dann gehen wir zu Command 0, damit wir das ganze Bild sehen. Bei Farbmischer werde ich auf jeden Fall Sättigung für wärmere Farben verstärken. Machen wir ca. 40, Blau auch ein bisschen mehr. Und ja, also hier bin ich soweit durch. Jetzt nehme ich Verlauf und mit dem Verlauf werde ich den unteren Bereich anpassen. Also hier erstmal alles zurücksetzen, Tiefen aufhellen, ein bisschen Belichtung reinpumpen und vielleicht noch etwas mehr Sättigung. Und das war's. Wenn ich das sehe, also das ist wirklich nicht schlecht. Und sogar
Bei dem Stern, bei dem Sonnenstern, hat Apple jetzt ein bisschen nachgebessert. Früher war Sonne, wenn man sie so fotografiert mit Weitwinkel, ziemlich matschig und irgendwie nicht besonders attraktiv. Aber hier sehe ich kaum Lensflares. Gut, die gibt es natürlich je nach Situation, aber speziell bei diesem Foto gar nicht. Ja, also das war jetzt die Aufnahme mit dem Weitwinkel. Jetzt gucken wir uns die nächste Aufnahme von der Katze. Wohlgemerkt, die Katze wurde fotografiert durch die Glasscheibe. Das sieht er hier vielleicht, ja? Leichte Spiegelung. Die saß im Schaufenster und hat mich angeguckt und ich dachte, okay, Kitty, jetzt mache ich von dir ein schönes Foto. ISO 160, 1/100 Sekunde, Blende 2,2. Wir vergrößern jetzt die Ansicht und schaut mal. Also die Katze, jetzt bei 100% Ansicht, das ist schon keine schlechte Ausgangssituation. Wir machen jetzt einfach mal auf 100%. Ich werde hier keine großartige Entwicklung machen, ich werde nur nachschärfen. Nehmen wir auch ca. 80, 0,8, 40, maskieren ein bisschen. Was mir sofort auffällt, es gibt kaum Rauschen irgendwie. Auch wenn wir die Korrekturen machen, normalerweise jede Korrektur zieht Rauschen nach sich. Also hier überhaupt nicht. Und das ist natürlich mega sympathisch bei Pro RAW. Anscheinend werden diese Rohdaten ineinander so verarbeitet, dass das Ganze tatsächlich minimiert wird. Okay, also das war die schöne Katze. Die lassen wir jetzt auch in Ruhe. Wie gesagt, also die ganzen anderen Einstellungen mache ich jetzt nicht, weil die sind im Prinzip ähnlich. Und jetzt gehen wir zu dem Bild. Da zeige ich jetzt bei dem Micho, bei seinem Foto. Gut, das ist JPEG, das ist fertige Entwicklung. Nehmen wir das hier, DNG, und hier auch auf automatisch. Zack, nicht schlecht, ja? Auch hier gleich Vergrößerung auf 100%. Und hier muss ich im Prinzip auch nicht sehr viel machen. Die Schärfe sitzt. Also bei Porträts können wir 70, 0,8, 30. Hier maskieren auch ein bisschen, aber ist fast nicht erforderlich. Bei ISO 32. Ja, auf jeden Fall interessant. Und was mir gefällt, es ist alles sehr glatt, es ist alles fast perfekt. Anscheinend hat Apple hier auch an den Linsen gearbeitet. Nicht nur an Software, nicht nur auf Computational Photography Lösung, sondern tatsächlich auch an der Hardware. Und dann kommen wir zum nächsten Bild, was ich für euch vorbereitet habe. Das ist diese Aufnahme von dem Auto. Also bei den Autos ist das generell irgendwie absolut genial. Schaut euch das an. Also ich vergrößere jetzt nicht auf 100%, sondern auf 200%. Und es sieht trotzdem scharf aus. Irgendwie Wahnsinn. Ja, auch hier, wenn ich nachschärfe, hier kann ich richtig Gas geben. Zum Beispiel 80, 08, 40, dann ein bisschen maskieren. Also hier maskieren würde ich schon. Aber trotzdem, fast nicht erforderlich. Ja, maskieren, zack. So, sieht sehr, sehr gut aus. Und dann, wenn wir das Ganze noch ein bisschen in Farben anpassen, also zum Beispiel die Farben, die für Auto zuständig sind, also da sieht man schon, boah. Ja, dann Blautöne, also können wir sogar ein bisschen abdunkeln, sodass wir etwas vom Himmel sehen und von der Ausleuchtung. Und ich würde sagen, wenn ich die Regler sogar stark nach rechts oder nach links bewege, dann sehe ich keine Artefakte. Jetzt probieren wir mal hier zum Beispiel von unten nach oben einen linearen Verlauf zu machen. Ja, also mache ich jetzt hier erstmal alles zurücksetzen. Zack, dann hier ausleuchten und ja, das funktioniert. Ja, so viel dazu. Ja, also das ist wirklich keine schlechte Geschichte und das, was wir schon gesagt haben. Wir wünschen, dass die Kamerahersteller sich das vornehmen und irgendwann mal diese ganzen Features in die Kameras verbauen. Dann haben sie bessere Chancen zum Überleben. So, jetzt habt ihr gesehen. Also ich denke, das war überzeugend, oder? Auch wenn ihr keine, wie gesagt, Smartphone-Fotografen seid oder Smartphone-Fotografie nicht mögt, ich glaube, es zeigt, wenn die Kamerahersteller aufwachen, gut, alle haben jetzt sozusagen mit der allgemeinen Lage zu kämpfen. Man hört jeden Tag irgendwelche neuen schlechten Nachrichten. Unserer Meinung nach kann es nicht sein, dass man einfach nur sagt, okay, wir machen halt das nächste Objektiv und die nächste Hardware und die nächste Hardware. Man kann nicht ignorieren, dass es im Bereich der Software auch noch mal weitergegangen ist. Und Software ist jetzt gut, Intellectual Property hin oder her. Software
ist normalerweise ein kleines bisschen billiger als jetzt so hochwertige Linsen, die Tausende von Euro kosten. Und ja, vielleicht muss man dann halt von irgendjemand, der dann halt schon weit vorausgeprescht ist in Sachen Coding und in Sachen Software, vielleicht lizenzieren. Aber was wäre das geil, wenn die Kamera das auch noch als Option mitliefern könnte? Ihr habt Bilder gesehen, ich glaube ein Bild von mir, Barthaare oder Wimpern. Ja, das Wimpern. Hast du noch gezeigt, hast ja. gesagt, wow, ich war, das geht doch gar nicht. Ja, also die Wimpern des hinteren Auges, ja, die Wimpern waren exakt dargestellt mit Bokeh dahinter und Details, wo man jetzt im ersten Moment denkt, hä, Smartphone? Kann doch nicht sein, oder? Und genau das war meine Reaktion. Wie gesagt, es geht nicht darum, Apple oder nicht Apple oder nur DSLR oder spiegellos und kein Smartphone. Wir betrachten Fotografie ganzheitlich und das war echt nochmal ein Sprung nach vorne, den wir sehr gerne nutzen werden. Ja, absolut. Ja. Also ich denke, ich werde jetzt öfter damit fotografieren. Gut, also Kameras natürlich, wir werden sie jetzt nicht verkaufen oder nicht in die Schublade stecken. Nein. Das hat man fast immer dabei und die Ergebnisse, ihr habt sie gesehen, also die sprechen für sich. Deshalb, also Kinders, versperrt euch nicht gegen die neue Technik. Das sagen wir immer, probiert das aus und okay, also jetzt kommen natürlich die Apple-Gegner. Ja, ihr wurdet doch gesponsert, euer Maserati steht da hinten. Nein, überhaupt nicht. Wir haben das Scheißding gekauft für 1600 Euro. Also das ist auch nicht wenig, deshalb nur eins für zwei. Aber wir werden schon einig, wer wann fotografiert, ja? Ja gut, das entscheidest dann meistens du. Aber jetzt bei so einem Preis, gut, da war noch Apple Care dabei. Ja, ja, klar. Und wenn man jetzt die Android-Geräte anschaut, die ganzen Flagship-Smartphones, die geben sich mittlerweile preislich alle nicht mehr viel. Das heißt, es ist nicht der eine versus der andere Hersteller, preislich gleiches Niveau. Ich habe doch neulich Xiaomi gesehen, also so ein Premium-Modell von Xiaomi, 1000 Euro oder 1100 Euro. Und nach zwei Wochen haben sie das neue Modell rausgebracht und dieses Gerät kostet dann vielleicht 30%. Ja. Apple ist wertbeständiger, die machen das nicht so oft, dafür aber solide. Es schwingt sich alles so ein bisschen ein. Ja, und was man halt berücksichtigen muss. Jetzt habe ich Werbung für Apple gemacht. Jetzt müssen wir noch für Amazon Werbung machen. Oh, bitte nicht. Ja. Das kommt momentan nicht gut. Man soll auch den Einzelhandel stärken. Also sind doch alle zu. Ach so, okay. Kommando zurück. Nein, aber ein Argument, was dann mal kommt. So, ja, Pavel und Mio haben jetzt empfohlen, kauft euch für über 1000 Euro jetzt ein Smartphone, um zu fotografieren. Nein. Das Smartphone, wie war das damals bei der Apple Keynote von Steve Jobs, Rest in Peace? Wir stellen euch ein Telefon vor, einen Musikplayer und einen Internetbrowser. Endergebnis, ja, das Smartphone. Klar, wenn man ein neues Smartphone brauchen sollte, dann kann man mittlerweile Smartphones sehr gut auch danach auswählen. Ich habe alle Funktionen, Telefon, Internetbrowser, Apps und so weiter, plus hervorragende Fotografie. Danach sollte man gehen, aber jetzt nur ein Smartphone zu kaufen, weil ich brauche eine neue Kamera. Das ist nochmal eine komplett andere Diskussion. Ja, ja. Wir sind auch ein Sonderfall, weil wir halt im Prinzip ja zweimal die Woche Videos zeigen. Die meisten haben mit dem Smartphone gefilmt. Wir machen auch Fotos damit. Das ist ein anderer Fall. Aber wie gesagt, wenn man ein neues Smartphone ohnehin brauchen sollte und jetzt budgettechnisch nicht irgendwo so bei 500 Euro liegt, die man ausgeben kann und nicht mehr, das bitte, egal ob Apple oder nicht Apple, nicht ignorieren. Ja, genau. Ja. Genau. Und übrigens, also diese ganzen Daten, die wir euch gezeigt haben, also die Rohentwicklung und so weiter, die werden wir natürlich unseren Kanalmitgliedern zur Verfügung stellen, damit ihr selbst gucken könnt, wie weiter gehen können mit der Entwicklung von diesen Rohdaten. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet begeistert sein. Gut, das ist jetzt kein Call to Action, gleich iPhone zu kaufen, aber einfach mal zum Gucken, ja, damit ihr wisst, wir erzählen euch jetzt nicht irgendeinen Schund, sondern teilen unsere Erfahrungen mit euch, dass ihr das auch ausprobieren könnt. Im Video hat man jetzt auch die Zoom-Stufe gesehen, wenn man reingegangen ist. Die Details. Na klar, also wenn man bis 400% vergrößert, dann sieht man natürlich die Pixel. Und das jede, ist logisch, jedes Kameraformat oder jeder Hersteller hat so seine ureigenste Pixelstruktur, die man sieht. Wenn man halt seine sozusagen Nikon RAW-Dateien gewohnt ist und dann bei einem Smartphone-Foto reinzoomt, das sieht dann natürlich anders aus. Ja, aber trotzdem, Details bestechend. Ja. Ja. Ja, dann, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Channel, teilt unseren Channel mit Freunden, mit Verwandten, mit Oma. Das ist jetzt mein Wort zum Sonntag oder zum Freitag. Ja. Heute ist Mittwoch. Ja, ist egal. Ja. Werdet Mitglied, weil Mitglieder, wie gesagt, bekommen die ganzen Daten von uns. Und ja, wenn ihr noch mehr lernen wollt über Fotografie, Bildbearbeitung, auch
von Rohdaten von Smartphone. Heißt kreative Fotografie mit Smartphone? Genau, genau. Wollte ich gerade sagen, dass wir ein Produkt haben, kreative Fotografie mit Smartphone. Wir haben natürlich auch andere Produkte, wo wir die Entwicklung in Lightroom, in Photoshop erklären. Wir haben Presets, Aktionen, wir haben Workshops, wir haben neue Bücher, also ein neues Buch, die Schatzkammer, das sind 20 Jahre Composings, die ich gemacht habe. Wir haben unser modernes Architekturfotografiebuch, kann man übrigens auch sehr gut mit Smartphone fotografieren und natürlich viele andere Sachen. Hast du noch was irgendwas auf dem Herzen? Ich habe alles rausgelassen. Alles? Ja. Na gut, dann machen wir jetzt Schluss. Macht's gut. Trinkt drüber nach. Und grüßt Oma. Ciao.